Hallo zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Gerd Müller ist verstorben. Der ehemalige Bomber der Nation ist am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren verstorben. Das teilte der FC Bayern sowohl auf seiner Twitter-Seite als auch auf der Homepage mit. Oliver Kahn sagte, die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern. Seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein. Kahn sagte dazu dann noch, Gerd Müller steht als Spieler und auch als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein. Gerd Müller war uns, glaube ich, allen bekannt und er war auch von den Statistiken der beste deutsche Stürmer in der Geschichte der Bundesliga. Er erzielte 566 Treffer in 607 Pflichtspielen für den FC Bayern und hat bis heute die unerreichte Rekordmarke von 365 Toren in der Bundesliga. Für die DFB-Elf traf er in 62 Einsätzen 68 Mal und wurde dazu auch noch 1972 mit Deutschland Europameister sowie 1974 Weltmeister. Damals schoss er auch das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande. Ja, uns hat diese Nachricht wirklich sehr geschockt. Immer ein fußballerisches Idol gewesen. Man erinnert sich an viele Momente zurück an die gute alte Zeit, auch wenn er bei dem Verein gespielt hat, den man dann persönlich vielleicht nicht so gern mag, aber es stirbt ein Stück Kindheit und auch wenn sich das in den letzten Jahren natürlich immer etwas angebahnt hatte, trifft es einen dann doch jetzt hart. Schreibt einfach mal eure liebsten Erinnerungen von Gerd, vielleicht beim FC Bayern, vielleicht bei der DFB-Elf in die Kommentare und natürlich auch wir wünschen herzliches Beileid an die Familie.